das war krass. Oh mein Gott, ist das alt. Stimmt, ich habe mir auch noch ein Schild gemacht. Hallöchen, hier ist die Funda von Galileo. Wir feiern 25 Jahre Galileo und das Ganze nennen wir Galileum. Ja, und im Rahmen dessen haben die mich hier hingesetzt, haben mir ein Tablet in die Hand gedrückt und haben gesagt, jetzt wird's nostalgisch, wir schauen uns mal alte Filme von dir an. Bin gespannt, was sie sich ausgesucht haben. Ich sehe schon, was das ist. Diese Rutsche steht in Brasilien. Galileo-Reporterin Funda van Roy auf weltweiter Wasserrutschmission. Dubai, Brasilien, Italien und Slowenien. Wo steht die spektakulärste Wasserrutsche? Das ist eine total witzige Nummer. Es war 2009, das war der zweite Wasserrutschenbeitrag, glaube ich, den ich gemacht habe. Das war voll witzig, weil meine Redakteurin mich anrief und meinte, hey Funda, ich würde gerne mit dir auf eine große Reise gehen. Wir wollen die krassesten Rutschen testen. Und dann habe ich gesagt, cool, mache ich voll gern, aber ich habe Höhenangst. Schick mir doch mal bitte das Foto von der deiner Meinung nach schlimmsten Rutsche. Und dann schaue ich mir das an und entscheide dann, ob ich diese Reise machen kann oder nicht. Weil eins muss man wissen, wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich es auch. Und in knapp 16 Jahren, die ich jetzt hier bin, habe ich einmal was nicht machen können, weil meine Beine einfach nicht konnten. Das ging halt einfach nicht. Und bei all den Beiträgen habe ich immer Juhu gesagt. Und dann habe ich mir diese Rutsche angeschaut und weil sie hat mir das Bild von genau der in Brasilien geschickt, in Rio. Und das ist am Anfang ein Tunnel und das ist total super, weil ich mir dachte, oh cool, wenn ich da 50 Meter oder was oben in der Höhe sitze auf der Rutsche und da ist der Tunnel, dann sehe ich ja gar nicht nach außen. Das heißt, ich kann ja gar nicht sehen, wie weit oben ich mich befinde. Das war für mich so meine kleine Manipulation im Kopf, weil ich wollte das unbedingt machen. Und ich finde es ja auch immer so spannend, gegen meine Ängste zu kämpfen. Und hier habe ich gewonnen. 1-0 für Funda. Kann auch passieren, dass ich da sitze und sage, ich pack's nicht. Also ich schneide mir jetzt mal mein Messgerät um und dann, ja, probieren wir es. Die höchste Körperrutsche der Welt. So was Wahnsinniges habe ich noch nie gemacht. Ich habe fürchterlich Angst davor, weil es gleich so was von steil runtergeht. Funda wird immer nervöser und ängstlicher. Nicht gut. Gleich geht's 50 Meter nach unten. Mein Herz. Oh, ich muss erst mal zu mir kommen. Ich habe schreckliche Angst gehabt. Der erste Moment ist absolut in Ordnung. Man glaubt, man rutscht eine ganz gemütliche Rutsche runter. Und auf einmal geht es so bergab. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich den Rücken nicht mehr auf der Rutsche hatte. Es war wirklich ein kurzer Augenblick. Da dachte ich, ich schwebe. Also, ich habe... Ich lieb's. Also das Schönste an diesen Beiträgen war auch die Echtheit. Ich kam da unten an, die Kamera war sofort zur Stelle und ich musste einfach sofort alles rausreden. Das war so cool. Ich hab's geliebt. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, ich hatte wirklich mega Angst. Ich hatte so, so, so Angst und ich hab's gemacht. Und danach hatte ich am Hintern einen riesen blauen Fleck, weil Wasser in dem Fall bei der Geschwindigkeit mit was 80 Sachen wie Stein ist. Ja? Das ist verrückt. Voll cool. Voll cool. Okay. Nächste Story. Ein Turm. Ah, Frankreich. Vier Gondeln. Das war Frankreich. Und eine Reporterin hoch über französischem Terrain. In Frankreich steht Funda schon Schlange, nahe der deutschen Grenze in Jean-Meny. Hier im Fraisse-Patrouille-Park, da gibt es den krassesten Freefall-Tower der Welt. Der ist, und da schlottern mir jetzt schon die Knie, 66 Meter hoch. Und Maurice, von wo springst du? 40 Meter?
Besondere des Turms. Okay, das stimmt. Das war ein Gegeneinanderspiel. Und hier bin ich dann nach Frankreich und bin mit in diesen Turm hoch. Was ich dann erfahren habe, und das war echt voll skurril, man ist dann hoch und dann wölbte sich so dieser ganze, diese Vorrichtung nach vorne, so wiep. Da habe ich auch Angst gehabt und ja, und das Witzige ist ja, dass ich solche Sachen nicht nur einmal mache, weil wir haben ja nur einen Kameramann vor Ort und der muss ja auch ganz viele Bilder bekommen, also von fern, von nah, von oben, von unten, und dementsprechend musste ich natürlich in diese Bahn auch ganz oft, also es ist dann so boah. Aber das war lustig. Also ich mag ja Achterbahnen in jeglicher Form. Und um 20 Grad nach vorn gebeugt, soll es abwärts gehen. 20 Grad, okay. Das ist schrecklich. Ich habe irgendwie Herzbrochen. Die Stehgondel hebt ab. Merkt sie überhaupt einen Unterschied? Hört sich auf jeden Fall extrem spaßig an. Weil das wirklich wie ein freier Fall ist. Also man fällt da runter und auch wenn man das Gitter unter den Füßen hat, das ist irgendwie gar nicht da. Und das merkt man am besten beim Abbremsen. Ich glaube, ich mag noch mal. Das macht süchtig. Funder, jetzt lass doch auch mal die anderen Fahrgäste. Ich bin ein totaler Fan von Fahrgeschäften. Egal in welcher Version, ich konnte das immer genießen und es war total cool. Also ich muss wirklich sagen, 60 Meter da runter, das ist Adrenalin und Fun ohne Ende. Ja, das ist es wirklich gewesen. Warum war ich da nicht nochmal? In Hanoi läuft für Funda jetzt die Zeit. Das war so cool. 8 Stunden hat sie, um umgerechnet 12 Euro zu verdienen. Der Durchschnittslohn eines erfahrenen Mototaxis. Das weiß ich noch, das war auch cool. Come on, heißt danke. Come on, come on, come on. Da musste ich selber die Leute hinten auf den Roller packen und mit denen herumfahren und Geld dafür bekommen. Und keiner wollte mit mir fahren. Da kam dann sogar ein alter Mann und meinte so, aber Sie sind eine Frau. Und ich so, was soll das? Ich fahre verdammt gut, ja? Setz dich hinten drauf und halt die Klappe. Aber ja, und da hat man dann gemerkt, das ist schon eher so eine Männerdomäne, dieses ganze, dieser Beruf. Ja? Und du bist ja Taxifahrer, also du bist ein Taxifahrer auf dem Roller. Und ja, und es war cool, das hat voll Spaß gemacht. Das war ein wahnsinnig schöner Dreh, muss ich sagen. Es war wirklich toll. Auf gleicher Strecke geht's dann wieder zurück. Thank you. 30.000 Dong, gerade mal ein Zehntel von Fundas Tagesziel. Stimmt, ich habe mir auch noch ein Schild gemacht. Ich habe mir extra ein Schild gemacht. Das Schild habe ich sogar noch. Das ist so lustig, weil die Leute wollten nicht. Und ich weiß noch, ich saß genau wie die da und habe dann auch Sonnenblumenkerne gegessen und habe dann immer irgendwas gerufen, so in die Runde reingerufen, dass die zu mir kommen. Ich habe mich benommen wie die Kerle dort. Das war so witzig. Stunde, ein Fahrgast. Das ist ein bisschen wenig. Ich muss ein bisschen Gas geben. Zeit für eine Taktikbesprechung mit Mentor Doi. Du könntest in die Innenstadt fahren, wo Touristen sind. Mit denen kannst du handeln. Wollt ihr mit mir fahren? Ach, kommt schon. Nein, danke. Brauchst du ein Taxi? Nein, gerade nicht. Das ist so enttäuschend irgendwie. Seum. Ja. Fundas halber Tag, fast um. Und bisher hat sie kaum was verdient. Erst 1 Euro von insgesamt 12. Ihr Stadtland-Weltsieg in weiter Ferne. Stadtland-Welt. Hey, willst du mit mir fahren? Kaspar! Ich bin ein Taxi heute. Wir haben uns danach angefreundet. Das ist total lustig. Der kam aus Dänemark. Wir haben uns voll angefreundet danach. Das ist so lustig. 150? Vielen lieben Dank. Fast 6 Euro. Gern geschehen. Du hast mich gerettet. 40, 50, 200, 300. 300.000 vietnamesische Dong und damit hab ich's. Ich habe mich wirklich einfach so gefreut. Dieser Typ, der wurde mir einfach von dem
Wettbewerbsgewinner Gott geschickt. Ja? Das ist Wahnsinn. Das war so cool. Dieser Dreh war wahnsinnig schön. Es hat echt Spaß gemacht. Schon cool. Was für eine coole Idee. Man lernt halt die Leute auch gleichzeitig kennen. Das ist das Schöne. Das ist schon cool. Galileo ist schon schön. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wo mein Kollege Stefan Gödde abgeblieben ist. Tja, seit gestern hat ja die EM begonnen und ich habe meinem fußballbegeisterten Kollegen versprochen, ihn für diese aufregende Zeit im Juni zu vertreten. Wissen Sie denn eigentlich schon, wo Sie die Spiele anschauen werden? Vielleicht bei einem Public Viewing auf einer Fanmeile? Hm? Public Viewing, heute unser Ort der Woche. Das war krass. Ich weiß noch, dass ich die Luft angehalten habe. Wirklich, ungelogen. Ich habe die Luft angehalten. Ich war so aufgeregt. Ich dachte, ich werde jetzt sofort sterben. Das ist mein letzter Lebenstag, dachte ich. Das war's. Ja? Und dann bin ich hinüber, weil ich war so aufgeregt. Mein Herz schlug mir wirklich bis zum Hals. Und dann habe ich mein Team auch noch, komplett mein Studioteam, angesteckt. Und alle haben die Luft angehalten. Das war so Wahnsinn. Jeder hat irgendwie einfach aufgehört zu atmen. Und als diese allererste Moderation zu Ende war, habe nicht nur ich so ausgeatmet, sondern ich habe das gesamte Team gehört, wie alle nur gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, ich liebe euch jetzt schon. Vielen Dank für die Anteilnahme. Also es war wahnsinnig schön. Mein Einstieg bei Galileo im Studio war wunderschön. Das war total schön und ich erinnere mich echt sehr gerne zurück. Und ich sehe gerade, ich habe echt lange Haare gehabt und kein graues Haar offenbar. Lang ist es her. Wenn man mich fragt, welche Erinnerung meine schönste war, dann muss ich tatsächlich passen, weil es gibt so viele schöne, es gibt so viel aufregende und mir kommen da sofort so ein paar prägnante Elemente in meinen Kopf geflogen. Aber mich würde ja doch schon interessieren, wie es bei euch ist. Ist da irgendeine Story, irgendeine Geschichte bei euch hängen geblieben, wo ihr sagt, boah, danach habe ich den Beruf gemacht oder danach habe ich den Sport angefangen oder was weiß ich, danach habe ich alle meine Freunde informiert. Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, da ist mein Herz aufgegangen? Welche Story ist bei euch im Kopf geblieben oder im Herzen geblieben? Verratet es uns.